So, hallo, ich hoffe, die Aufnahme geht schnell, ansonsten werde ich sie ein bisschen beschleunigen. Ich habe keine Zeit. Morgen ist Montag, morgen ist Schule wieder. Ich muss, aber ich will trotzdem, ne, ja, wir gucken mal. Musik an und los geht's. Ich kann nichts dafür, wenn Videos, Lieder doppelt gespielt werden. Es läuft halt einfach im Hintergrund, ne, und ja. Okay, ich mache ein bisschen leiser. Gut, also ich denke, es ist einfach angenehmer, als wenn es still ist. So, mich lenkt es nicht weiter ab, außer es kommt ein tolles Lied, wo ich mitschunkle. Wollen wir Letterle einfach weglassen? Ganz ehrlich, das ist ja nur reines Glücksspiel. Aber es dauert halt auch nicht lange. Und es ist irgendwie lustig zu gucken, wie viel Glück man so hat und wie viel Pech. Es ist ja wirklich, wie gesagt, Glücksspiel. Okay. 16 Guesses, nicht ganz so viel Glück gehabt. Gut. Also, das sind die anderen weniger Glücksspiel, ne? So, wir starten mit der Pause. Komm, wir machen mal P und U. Hallo? So, zack, Pause. Und ja. Ich muss nur immer wieder mal kurz auf OBS gucken, um zu schauen, ob es auch wirklich weiter aufnimmt. Ach, gucke mal, das P passt doch schon. Fantastico. Dann probieren wir doch mal den Platz aus. Okay, es ist ein T dazu gekommen. Das A ist immer noch nicht an der richtigen Stelle. Es gibt kein L und kein Z. Das macht es doch schon aber interessanter. Was bleibt denn so jetzt noch an Möglichkeiten? Mit P am Start, es kommt ein T vor, es kommt ein A vor. Oh, gar nicht so viele, glaube ich. Weiß ich nicht. Mal gucken. P. Nach P könnte ein R kommen. Jetzt kommt aber noch kein A. Ich wüsste nicht, was da jetzt mit T und A. Sehe ich irgendwie jetzt noch nicht. Nee, sehe ich irgendwie jetzt noch nicht. Ich mach mal das R weg. Es könnte ein I kommen. Sehe ich spontan auch nichts. Es könnte ein O kommen. Porto. Nee, das ist ja kein Porto, ist kein A. Es könnte noch ein F kommen. Ah, F, warte mal. Da könnte ich jetzt was mir vorstellen. Aber da müsst ihr. Also jetzt darf noch kein A kommen. Kriege ich denn T und A da noch unter? Das ist interessant. Wie kriege ich denn T und A da noch unter? Huh. Nee, irgendwie auch kein F. Was gibt's noch nach einem P? Das war es schon von den Sachen, die da sind, ne? So richtig war es das eigentlich schon. Okay, also jetzt muss ich gut überlegen, welches Wort das sein könnte. Das hat gut angefangen, aber dann gehen mir die Optionen flöten. Weil ich, also das A kann jetzt halt nur. Yo, das ist. Ich weiß spontan nicht, was für ein Wort hier rauskommt. Das A kann jetzt ja nur der letzte oder der vorletzte Buchstabe sein. Gibt es ein Wort, was mit P anfängt und mit AT aufhört? Ich wüsste spontan kein. Pirat! Der Pirat. Oh, der Pirat. Wäre aktuell möglich, richtig? Oh Gott sei Dank, ja. Boah, ich hätte nicht gewusst, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ich hätte nicht gewusst, was es noch für Möglichkeiten gibt. Okay, es war der Pirat. Dann können wir doch hier auch mit einem Piraten starten, eigentlich sogar, ne? Pirate. Ah, schreibt man mit E hinten, ne? Scheiße. Ich hätte sich erledigt. Komm, dann starten wir hier auch mit Pause. Die hat mir gerade schon Glück gebracht.
Ja, so viel dazu. Dann nehmen wir. Wir nehmen. Voice. Irgendwelche Vokale müssen ja vorkommen. Okay, O und C kommt vor. Ah, nicht CO, kann es nicht sein. Nee, irgendwie komisch. Gibt es Mocky? Ah, O darf nicht an der Stelle. Ja, O darf nicht an der zweiten Stelle sein. Okay, ich versuche mal was mit OCK aufhört. Block. Ja, Block hört mit OCK auf. Ah, das ist C genau da, wo es nicht sein. Nein, es darf nicht mit CK aufhören. Dann ist auch CH am Ende raus. Scheiße. Oh nee, das nimmt mir so viele Möglichkeiten jetzt. Oh nee. Das nimmt mir so viele Möglichkeiten. Nehmen wir noch auf? Ja. Das nimmt mir so viele Möglichkeiten. Boah. Alter. O nicht an zweiter Stelle, C nicht hinten. Das nimmt mir echt viele Optionen gerade. Holy moly. Okay, ich sag mal, wir starten mit C. Ich will das C am Anfang haben. Und dann irgendwo ist das O noch unterbekommen. Ohne dass ein E vorkommt. Ich hatte nämlich gerade Clone im Sinne. Aber da wäre ein E. Oh, nee, das I ist raus. Ich wollte Chor hinschreiben. Kruiere. Aber wir können ja mal mit CH starten. Vielleicht sogar CHO. Was gäbe es denn da für Optionen, die noch möglich sind? Chose ist raus. Gibt es Chonk? Nein. Schade. Gibt es Jolk? Nein. Gibt es Jort? Nein. Ich glaube, es ist nichts mit CH am Anfang. Aber ich hätte gern C am Anfang, muss ich gestehen. Wir können auch CRO, Cro. Gibt es Kroll? Nein. Cro. Cross gibt es, aber das ist auch schon raus. Gibt es Krong? Nein. Schade. Gibt es Kronk? Kronk gibt es. C und O liegt richtig. Aber kein R, kein N, kein K. Es wird immer schwieriger. Aber C und O sind schon mal richtig. Das ist interessant. Okay, was darf zwischen C und O noch stehen? Wie gesagt, CH wäre denkbar, aber da wüsste ich nicht, was dann danach kommt. Deswegen ist das erstmal raus. Aber welche Buchstaben sind jetzt noch zwischen C und O möglich? Quo? Nee, sieht komisch aus. CTO sieht auch komisch aus. Sio? Sio? Wüsste ich auch nicht, wie das weitergehen soll. Klo. Da ist noch was drin. Klo ist noch möglich. Klopf.
Gibt's gar nicht. Cloth. So, nicht mit G, nicht mit G. Cloth natürlich. Mit T. Okay, das war's auch. Gott sei Dank. Uff. Okay, wir starten gleich wieder mit der Pause. Da haben wir drei Vokale drin. Das fand ich sehr gut vorhin. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Wir gucken aber kurz, wo wir jetzt aufnahmetechnisch sind. Wir sind bei Wordle. Passt. Quirtle. Passt. Okay, Pause hat mir jetzt nicht so viel Glück gebracht. Aber interessant. Es kommt bisher sehr wenig Vokale vor. Okay. Ja, komm, dann nehmen wir auch noch den Chor rein. Da hatte ich vorhin das O und I. So, zack. Ja, okay. Ein paar andere Vokale mussten ja noch irgendwie vorkommen. Gut. Okay. Jetzt folgendes. Jetzt folgendes. Am besten noch ein Wort, was die beinhaltet, die wir jetzt. Also, was die beinhaltet, die wir noch brauchen. Wir brauchen was mit E am besten. O ist auch noch nicht festgelegt. Also, EO wäre ganz gut. Das N mit einbauen wäre gut. Das ist noch nicht draußen. Aber dann könnten wir gleich mal. Nee, da ist das O in der Mitte. Das ist blöd. Na komm, wir machen mal netto. Okay, wir machen nicht netto. Das gibt es im Englischen gar nicht. Das ist ja frech. Nee, das. A verwenden wäre doof, weil A ist halt komplett raus. Aber ich würde gerne das O mit einbauen und das E, aber das E sollte nicht hinten sein. Warte, neues. Ach so, das S ist aber. Nee, S verwenden ist auch blöd. Das S ist nirgendwo dabei. Das bringt mir nicht viel. Sollte schon sinnvoll sein. Es sollte schon sinnvoll sein. Wobei mir E. Ja, doch, E bringt mir. Doch, E bringt mir schon sehr viel. E sind zwei Sachen noch drin. Oh, warte mal, wir könnten da oben überhaupt überlegen, dass wir fertig werden. C-O-I-E. C-O-I-E. Und es ist nicht in der Kombination C-O-I. Aber es hört mit E auf, das wissen wir jetzt schon. Okay. Was könnte. Ach so. C-C-O, es müsste. Es müsste. Jetzt das I kommen. Wüsste nicht, dass es sowas gibt. Keine. Keule, wüsste ich auch nicht. Keube, gibt es auch nicht. Also, das wüsste ich jetzt nicht, dass es da eine Kombination gibt. Aber wir probieren mal kurz durch, ob das schon eine erlaubte Möglichkeit wäre. Ich glaube es aber nicht. Also ich kenne nichts, was dergleichen heißt. Aber das haben wir schon mehrmals gesehen, dass das nicht ausschlagekräftig ist. Okay. Dann hätten wir die Möglichkeit. Achso, C darf ja nicht. Warum bin ich dumm? Wenn, dann müsste es OC anfangen. Jetzt müsste aber das I kommen. Das sehe ich irgendwie noch nicht. Ich sag mal, es hört ICE auf, so Eis. Eis könnte es aufhören. Dann müsste das O am Anfang sein. Was könnte da dazwischen sein? Oh nice. Oh mais. Gibt's irgendwas, was so aufhört? Oh leis. Oh weiß.
Oweis mit V. Odeis. Ups. Odeis. Ojais. Ich wüsste nicht. Ich kenne kein Wort, was so, also was man so schreibt. Oh. Office. Aber Office ist halt, ne? Fehlt mir ein Buchstabe dafür. Ich wüsste nicht, was man da so schreiben kann. Nee, ich glaube, dass es nicht sowas gibt. Nee. Also, wenn es mit O anfängt und danach nicht das C kommt. Könnte das I kommen. Aber das sieht auch ganz merkwürdig aus. Das, wie könnte das da oben noch zusammengesetzt sein? O, I, O, E kann ich mir nicht vorstellen. I, O, E kann ich mir nicht vorstellen. Das klingt ganz komisch. Nee, ich werde noch ein bisschen überlegen, bevor ich da oben weitermache. Lass uns mal noch ein Wort bauen. Irgendein Wort, um noch mehr Buchstaben rauszuschmeißen. Dann muss es halt ein Wort sein, was wir schon, wo wir schon Vokale verwendet haben. So ist halt so. Ich könnte auch was mit einem R, wobei das R kommt nur da oben vor. Es wäre sinnvoll, das O einzubauen. Das O ist am gelbsten, das I wäre auch nochmal sinnvoll. Das I hat auch noch nicht die richtige Stelle erreicht. Dann würde ich gerne das N einbauen, weil das ein typischer Buchstabe ist und vielleicht das B noch. Oh, warte. Dino. Ja, komm, dann schmeißen wir das S halt nochmal rein, auch wenn das schon verwendet wurde. Aber dann haben wir neue Situationen für das O. Wir haben das N drin, wir haben das D drin. Kann man schon mal machen. So. Okay. Damit sieht es nämlich einiges anders. Da unten zum Beispiel haben wir jetzt D, I, E und R. Und I und R steht schon fest. Und D ist nicht vorne. Und E ist nicht hinten. Ja, E ist klar. E kann nicht hinten sein, weil da ja das R ist. Okay. So, aber EI kann das Wort nicht anfangen. Also EI ist selten im Englischen, würde ich fast sagen. Wobei 8 oder so, naja, gibt es schon. Aber ich sag mal, das hört ID, aber IDER ist auch komisch. Aber IEDR ist auch komisch. Okay, warte. Aber das D muss ja zwischen I und R sein. Das D muss zwischen I und R sein. Das geht gar nicht anders. Aber das D direkt vor R, welches Wort hört denn mit dr auf? Klingt komisch. Dann müsste das D nach dem I kommen. Achso, Ider. Okay. Wider zum Beispiel. Das wäre eine Option. So, das wäre möglich. Wider. Dann wäre auch möglich... Wir müssen mal durchgucken, was alles erlaubt wäre. Das gibt's nicht. Ups. Das gibt's nicht. Je weniger es gibt, umso besser. Tider könnte es geben. Nein, okay, gibt's auch nicht. Klang irgendwie sinnvoll. Aber ist ja gut, wenn es das nicht gibt. Wenn es am Ende nur Wider gibt, ist das optimal, weil dann nehme ich das. Okay, beider gäbe es noch. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube, jetzt habe ich aber alle probiert, ne? Wir hätten B und wir hätten W. Ja, okay. Wir hätten B oder W. Kann ich irgendwo noch B einbauen, um erstmal B zu testen? B oder W. Vielleicht, oh, wir können beide testen. Wir testen B und W. So machen wir das. Okay, pass auf. Und wir können das O immer noch kontrollieren. Okay, ich habe ein gutes Wort. Ich habe ein gutes Wort. Und zwar... ich meine, Bowl... Oh, das gibt es gar nicht so. Oh, ich dachte, ich habe ein gutes Wort, Bowl, aber Bowl gibt es gar nicht in der Variante, wie ich mir das vorgestellt habe, scheinbar. Ärgerlich.
Gibt es Boti? Gibt's das? Nein. Schade. Nee. Nee. Warte, machen wir es mal andersrum. Warp. Wobbel. Ich kenne zu wenig Wörter. B und W und O hätte ich gerne drin. Ansonsten ist es mir eigentlich echt egal. Schreibt mir mit zwei Arena, Borrow, schade. Oh, warte, Bro. Aber jetzt kriege ich kein W mehr rein. Und das O ist auch. Ich will eigentlich das O an der zweiten Stelle haben. Weil das O noch kontrolliert werden muss an dieser Stelle. Und bei allen dreien muss das O an der Stelle noch kontrolliert werden. Das ist eigentlich schon gut. Ja, komm, dann kontrollieren wir halt nur das B. Dann ist das jetzt halt so. Und versuchen noch andere Wörter einzubauen. Bomti. Bombi. Ich will irgendwie. Mann. Ich will mehr einbauen. Ich will mehr einbauen. Gibt's Bormi? Ach Mann, das gibt's alles nicht. Es gäbe Wormi, oder? Gibt's Wormi? Ja, das gäbe es. Okay, dann testen wir halt das. So. Komm, wir testen das. Zack. Und wir haben das W. Okay, dann ist es wider. So, zack. Ist jetzt blöd, weil ich es halt nur zur Bestätigung eingeben muss und ich nicht andere Sachen testen kann. Aber ja, mein Gott, es ist halt so. Gut. So. Einmal kann ich noch raten. Da oben ist das O jetzt fest. Da oben ist das O auch fest. Da drüben ist das O auch fest. Okay, das Wormi hat mir richtig viel gebracht. Sehr gut. Das Wormi war sehr, sehr sinnvoll. So. Jetzt wissen wir da oben nämlich, dass das O an der zweiten Stelle ist. Das E ist ganz hinten. Wir müssen noch das C und das I verteilen. Aber das C ist nicht ganz vorne. So. Das C ist nicht ganz vorne. Das heißt, das C muss zwischen O und E sein. Oh, Voice! Gibt's noch mehr, was das erlaubt? Ich probiere jetzt Voice direkt aus, weil ich will jetzt das wissen. Ich probiere Voice direkt aus. Yes! Stabiler Treffer. Und da unten haben wir das V dafür dazu gewonnen. Und haben damit auch schon alle Buchstaben. Ne, fast alle. Aber ist okay. Also V ist nicht vorne. Dann kommt ein O. Dann kommt irgendwas. Dann kommt ein E. Aber V und H müssen auch noch vorkommen. V und H müssen auch noch vorkommen. Dann lass es doch mal so starten. Und jetzt mal gucken, ob wir da einen Möglichkeit finden. Hovel gäbe es. Hovek. Hovey. Hovek. Hovev. Hovet. Okay, da gibt es nicht viel. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann nehmen wir Hovel. Dann nehmen wir einfach Hovel und hoffen das Beste. Und haben dann noch das L kontrolliert. Treffer. Okay, wir haben noch zwei Optionen. So, wir wissen, O und R kommt vor. Und O und R ist hintereinander und mehr Buchstaben haben wir leider noch nicht.
Aber wir haben ja schon ganz viele ausgeschlossen. Also die anderen kommen ja alle schon gar nicht mehr vor. Wir können jetzt aus denen, die noch übrig sind, dieses Wort da oben bauen. Das könnte zum Beispiel Bor, Borft sein. Gibt es nicht. Bor, Borgt. Bor. Es muss auch nicht mit Bor anfangen. Es kann auch mit Tor anfangen. Torto. Toro. Mist. Torot. Das gäbe. Ah, okay, nee, kann nicht sein. Das O ist an der Stelle ausgeschlossen. Was könnte man mit Tor verbinden? Torbo. Torob. Wüsste ich alles nicht, was das sein soll. Nee, okay. Kein T vorne mal vermutlich. Vor. Forto. Forco. Foro. Interessant, was kann man denn noch so bauen aus den Sachen, die übrig sind? Chor. Das ist wieder irgendein Wort, was ich nicht kenne, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und irgendwas sagt mir, dass da nochmal ein O vorkommt. Weil das ist halt das einzige Vokal, was dafür da oben noch möglich ist. Aber vielleicht auch nicht. Aber irgendwas sagt mir, dass da Buchstaben doppelt vorkommen. Zorro! Wer erlaubt, ne? Wer aktuell erlaubt? Probieren wir aus. Es ist tatsächlich ein zweites O. Da ist tatsächlich mein zweites O. Jetzt muss ich aber treffen. Und R ist raus. Also das zweite R ist raus. Jetzt muss ich treffen. Jetzt muss ich treffen. Porto gibt's nicht. Also gibt's schon, aber ist hier raus. Yo, was ist das? Orko. Orio, Orbo, Orfo, Orgo, Orto, Orxo. Hey, ich kann ja, probieren wir halt Buchstaben kombinieren. So, keine Ahnung. So, Kor. Dann hätten wir wieder ein K. Korko, nein. Korio, nein. Korbo, nein. Korgo, nein. Korfo, nein. Korto, nein. Korxo, nein. Und Korko auch nicht. So, K ist raus als Anfangsbuchstabe. J. Jorjo, Jorko, Jorbo, Jorgo, Jorfo. Also es wird auf jeden Fall ein Wort sein, was ich wieder nachgucken muss. Also was das ist, weil ich kenne es nicht. Keine Ahnung. York so. J ist raus. B. Borbo. Borko. Borjo. Borgo. Borgo. Was zur Hölle ist Borgo? Es wäre Forgo gewesen. Gut. So. Borgo. Manchmal. Was ist Borgo?
Das Wort Borgo leitet sich von dem nachklassischen lateinischen Burgus, befestigter Ort, ab. Okay. Was ist Forgo gewesen? Das war es ja, was es ja wirklich war. Verzichten, aha. Ah, eine Abkürzung von Forgot oder was? Verzichten. Entsagen. Okay, Forgo. Ja gut, das ist dann zumindest ein Wort, was... Das kann ich akzeptieren. Jetzt nicht gekannt, aber das kann ich akzeptieren. Gut. Dann... Nee, nix Pokémon. Dann... Nördel. Oh, das ist auch ein großartiges Lied. Das ist auch ein ganz großartiges Lied. So. Ich würde gerne ein geteilt durch einbauen. 45 durch... Nee, das ist schon wieder scheiße. Wobei durch 9... Doch, 45 durch 9 ist nämlich 5. Und jetzt mache ich einfach plus 1 ist gleich 6. Dann habe ich schon wieder ganz viel eingebaut. Ich habe sogar zwei Rechenzeichen drin. Chillig. Okay, es ist eine einstellige Zahl, die rauskommt. Es kommt ein Plus vor. Interesting. Es kommt eine 1, eine 9 und eine 5 vor. Das heißt, es kann nicht nur ein Plus vorkommen, sonst käme keine einstellige Zahl raus. Gut. Und das Plus ist nicht an dieser Stelle. Dann könnten wir jetzt aber zum Beispiel mal vermuten, es ist, weiß ich nicht, 9 plus 1 minus 5. Schlecht? Nee, schlechte Idee. Anders. Es ist 19 plus 5. Nee, auch schlechte Idee. Das reicht, das funktioniert nicht. Okay, es ist... Ich kann nur noch andere Zahlen reinnehmen. Es ist 12 plus 5 minus 9. Und da käme jetzt raus 7. Quatsch. 8. Moment, delete. 8. Okay. Wäre aktuell doch vollkommen erlaubt, ne? In der Variante. Okay, probieren wir aus. Zack. Nice. So gefällt mir Nördel. Nördel beste. Nördel einfach beste. Okay. Dann lasst uns auf die Weltkugel gehen, die immer abschmiert. Ich hab Angst. Nehmen wir noch auf. Ja. Bitte schmier nicht ab. Okay. Hey, es hat mal nicht direkt gehangen. Stark. So. Okay, wir starten mal mit Japan. Okay, das war nix. Dann nehmen wir mal... Irland. Oh, wie schreibt man das mit I? Ireland, ne? So schreibt man das. Oh, okay, Treffer. Wir sind in einer Richtung unterwegs. Spain. Ah, jetzt hängt's wieder. Aktualisieren. Okay, Spain ist schwächer. Mhm. Dann gehen wir mal nach oben hin, Finnland. Ups. Habt ihr es gesehen? Ich habe gerade Ö geschrieben. Nach der alten OBS-Geschichte hätte ich mir jetzt wieder meine Aufnahme beendet. Ich hätte gerade versehentlich anstatt LÖ geschrieben. Aber gut, dass ich mittlerweile mit Minus die Aufnahme starte und beende. Sheesh. Okay, Finnland ist ungefähr so farbig wie Spanien. Wobei, ne, ist ein bisschen dunkler. Also vielleicht die Mitte. Vielleicht die Mitte. Sweden. Ne, ist auch nicht viel besser. Okay, probieren wir mal Russia. Oi. Aber dieses bezieht sich dann schon... Also irgendwo da vielleicht. Okay. Probieren wir mal... Belarus. Wie schreibt man das? Belarus? Ja, ist auch nicht. Es wird noch nicht... Es wird noch nicht besser.
Machen wir mal Grease. Das ist wieder schlechter. Also schon irgendwie... Ja, vielleicht doch da so die Ecke. Vielleicht da so. Oh, wir können mal Iceland ausprobieren. Bam! Nice. Okay, es war Island. Gut. So, Pokémon. Squirtle. Ist mittlerweile ja angenehmer geworden, muss man gestehen. Insofern probieren wir das auch wieder aus. Wir starten mit einer Gen 5. Ich nehme mal PL und dann Gen 4. Okay, wir nehmen was mit Gen 4, ist egal. Da haben wir nämlich Käfer und Gras drin. So, ist in Ordnung. Machen wir mal Gen 4. Was auch immer das ist. Okay. Die Gen ist sogar höher. Das ist schlecht. Das macht es für mich nicht leichter. Gut, und es ist ein größeres Pokémon als dieses Ding. Aber dieses Ding ist auch nicht sonderlich groß gewesen. Okay, höhere Gen. Welche Gen ist denn Arceus eigentlich? Oh, das ist auch Gen 4 stabil. Dann will ich dieses Lunar-Pokémon mal haben. Genau, Lunala. Das ist Gen 7 nämlich. Halt, welche Dings hat das? Also es ist weder... Ja, ist auf jeden Fall nicht Käfer und nicht Pflanze. Passt. Noch eine Gen höher. Wir sind in Gen 8. Wobei, es geht ja schon bis Gen 9, ne? Nee, Quatsch. Gen 9 kommt erst. Okay, wir sind in Gen 8. Kein Psychogeist. Kleiner als Lunala. Und kein Käfer und Gras. Okay. Wir sind in Gen 8. Welche legendären Pokémon gab es denn in Gen 8? Gen 8 ist das mit den Hundedingern, ne? Also Schwertschild ist Gen 8. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, ne? Oh, warte, aber da gab es ja spezielle neue Pokémon. Und zwar die Pokémon, hier. Ist das nicht die Alola-Region? Ist Gen 8 Alola-Region? Oh, wie heißen die? Also wenn ich jetzt Alolan mache, ist das... Ah, das ist Gen 7. Ah, ich wollte jetzt nämlich auf die Region gehen und da dann die verschiedenen Pokémon durchwuseln. Gab es für Gen 8 dann auch spezielle Varianten von Pokémon? Wie heißt denn die Region von Gen 8? Wie heißt denn die Region in Schwert und Schild? Boah, ich weiß es nicht. Hisu? Ist Hisu nicht... Ich meine, das ist Gen 8, das ist das, was ich suche. Aber ist Hisu nicht... Ich dachte, Hisu ist jetzt die... Die Region in Dings. In... Arceus, Legends of Arceus. Ist ja wurscht. Dann ist das, was ich dazu gesucht habe. Hisuian. So, sehr gut. Und wir nehmen mal... Okay, es muss kleiner als Lunala sein und auch nicht so schwer wie Lunala. Das ist nicht so schwierig. Okay, Fire Rock, das wäre aktuell möglich. Fire Rock ist noch nicht raus. Würde auch von den Dings... Ah, es muss aber auch gleichzeitig größer als das Ding sein. Ja, ist es. Und auch schwerer als das Ding. Ist es auch. Okay. Das wird es aktuell tun. So, jetzt passt die Gen. Es ist größer als Hisuian Growlithe. Okay. Und die Typen passen immer noch nicht. Okay, wir bleiben also bei Hisuian. Hisuian. Und können dann mal gucken. Wir haben schon ganz viele Dinger raus. Fighting Poison haben wir noch nicht raus. Es muss größer als das Growlithe sein. 0,9 passt. Und auch schwerer, 27 passt auch. Okay, das Sneasel könnte auch passen. Immer noch größer. Okay, immer noch größer. Wir haben weitere Typen ausgeschlossen. Oder habe ich jetzt schon mal Typen doppelt verwendet? Nee, ne? Nee, okay, sehr gut. Weiter also mit Hisuian. So, und wir sind größer als 0,9 und schwerer als 27. Das dürfte jetzt ja schon so langsam dann... Okay, Water Dark hier hätten wir als Angebot. 1,5 Meter, 58,2. Das klingt doch ganz gut. Probieren wir aus. Noch größer und schwerer. Und die Typen passen wieder nicht. Uiuiui, langsam wird es interessant.
Also, Hisuian. Ich meine, es muss ja kein sein, was mit Hisuian anfängt, ne? Das ist mir schon bewusst. Aber ich wollte auch erstmal die Typen klären. Ich habe ja immer noch nicht die Typen gefunden. Okay, 10 Typen sind raus. Welche sind jetzt noch übrig? Electric, Ground, Flying, Dragon, Steel, Fairy, Ice, Normal. Eieiei. So. Gibt's irgendeins, was beides beinhaltet und immer noch, also immer noch schwerer muss es sein. Das ist das Krasse, es muss immer noch schwerer sein. Schwerer als, Moment nochmal. Also leichter als 120. Leichter als 120 und nicht so hoch wie 4. Aber höher als 1,5 und schwerer als 58,2. Finden wir hier eins. Aber leichter als 120. Okay, es darf nicht. Also dann ist das zum Beispiel raus. Das ist auch raus. Das ist raus. Was schade ist, weil das hätte ich, da hätte ich schön Stahl und Drache testen können. Es ist ärgerlich, dass das raus ist. Normal Ghost. Haben wir Ghost schon rausgeschmissen? Ja, Ghost ist schon raus. Schade. Zoroark, tut mir leid. Schwerer als 58. Dann ist es halt keins, was mit Hisuian anfängt. Ich wollte nur damit so ein bisschen weiter testen erstmal. Aber leider... Ich würde halt gerne keine Typen jetzt verschenken. Ne? Und die anderen passen leider nicht auf das, was ich machen möchte. Nee, schlecht. Okay. Okay, dann müssen wir anders vorgehen. Wir schreiben mal H und gucken mal, was so an Gen 8 da unten vorkommt. Fairy und Nun. Oh, das... Oh, einer von den beiden. Das sind die... Sakyan und Zamazenta sind die beiden Hunde. Okay, wir nehmen den Fairy-Typ. Von den beiden. Erfüllt auf jeden Fall die Bedingungen. Ne, warte, wie groß war der? Wie groß war Zäckchen? 2,8. Ja, doch, erfüllt die. Okay. Halt, ich wollte den Fairy-Typ haben. Fairy und Nan. Dann ist also Single-Type wäre dann auch noch ausgeschlossen. Fairy und Single-Type wäre raus. Mal gucken. Aber wir haben nicht mehr so viele Guesses übrig. Okay, kein Single-Type ist und Fairy ist auch raus. Damit ist das andere Viech auch raus. Und jetzt sind wir wieder in kleiner als das Ganze. Okay, also noch... Also weniger als 2,8 und weniger als 110. Bleib mal bei H. Weil das kam mir nur wegen Hero, finde ich auch gut. So. Okay, alles was Fairy ist raus, alles was... Single-Type ist auch raus. Dragon Fighting, nee, ist deswegen raus. Funktioniert schon nicht mehr. Und dann sind wir schon aus Gen 8 raus, was die... Ach nee, ich dachte, der sortiert es nach Gen. Der sortiert es doch nicht nach Gen. Das ist ja ärgerlich. Nach was sortiert er das denn hier? Ich dachte, der sortiert es nach Gen. Tut er gar nicht. Ist das nach Alphabet? Nee, ist auch nicht nach Alphabet. Okay, nach was wird das sortiert? Das wird überhaupt nicht sortiert. Das ist ja ärgerlich. Ja, da muss ich ganz schön suchen. Oh, shit. Ich kenne mich viel zu wenig mit Gen 8 aus. Ground, Flying ist noch übrig. Dragon. Das wird jetzt unangenehm. Ich dachte, der sortiert das nach Gen. Mal guck mal, hier ist ganz viel Gen 7 zusammen. Da ist jetzt Gen 8. Oh, Leute. Also leichter als 110, weniger als 2,8. Mehr wie 1,5, mehr wie 58,2. Das muss doch, kann doch nicht so schwierig sein. Das Problem ist halt jetzt Gen 8 hier auszuschließen. Kann ich Gen 8 eintippen?
krieg dann Option über Gen 8. Schade. Ah, ist jetzt schlecht. Oh Gott, ich hab doch erst recht keine Namen von denen. Dann nützt mir auch nichts, ins Pokémon-Dings jetzt reinzuschauen, weil dann sehe ich ja auch nicht, was das für welche sind. Okay, komm, wir nehmen mal L. Erstmal muss ich ja den Typ finden. Das ist ja das Nächste. Erstmal muss ich den Typ finden. Okay, bei L scheint keiner dabei zu sein, der passt. Nee. Nee. Nee, bei L ist überhaupt keiner dabei, der passt. Okay, L ist raus. Sehr gut. Machen wir mal A. Das ist zu schwer. Oder? 168, ne? Ja, 110 muss es sein. Also weniger wie 110. Also als erstes gucke ich auf Gen 8. Ach, Galarien, stimmt. Ah, Hisu. Jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Die Galar-Region. Ja, ja, ja. Es ist beides Gen 8. Weil die Galar-Region zählt als Gen 8 und Legends of Arceus zählt auch als Gen 8. Jetzt check ich's. Okay. Ich wollte nämlich. Okay, das ist das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte die Galarien-Puck. Okay, ja. Ist in Ordnung. Nehme ich so hin. So. Ground und Steel ist noch frei, aber das passt vom Geschwicht her nicht. Aber weil hier habe ich dann nämlich erstmal ganz viel Gen 8 Kram. Und das ist was, was ich womit ich testen kann. Poison Psychic. Poison Psychic. Ah, ist beide schon raus. Schade. Okay, nochmal Galar. Fairy ist auch schon raus. Boy. Ist Dark Flying schon raus? Ja, Dark ist schon raus. Ach Mann! Puh. Icefire ist auch schon raus. Nee, dann ist es kein Galarien. Keine Galarien-Variante. Schade. Keine Galarien-Variante. Das ist ärgerlich. Keine Galarien-Variante. Oder warte noch, was habe ich gerade gesagt? Ice Flying habe ich gesagt? Nee, Icefire habe ich gesagt. Ja, Icefire ist raus. Ah, okay, wir bleiben bei G. Da kommt jetzt zwar ganz viel Galarien wieder, aber ich kann es nicht ändern. Weil jetzt dann die ganzen Galarien kann ich skippen. Die anderen Gen 8 muss ich mir anschauen. Das ist alles Galarien. Jetzt tue ich doch wieder ganz schön viel Zeit für den Quatsch hier aufwenden, ne? Squirtle ist nicht gut, wenn es so hoch ist, die Gen. Da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Okay. Ah, wisst ihr, wir gehen mal in die Pokémon-Liste und gucken mal nach den Typen. Das ist, glaube ich. Oh, das ist. Nee, das ist zu schwer. Schade. Aber Stahldrache wäre nicht schlecht gewesen. Ach, Leute. Aber es muss doch, wenn es ein schweres Pokémon ist, kann es doch gar nicht so selten so untypisch sein. Ne? Also ich meine. Schwerer als 58 wird schon was ausmachen. Schwerer als 58 wird schon was ausmachen. Vor allem, ich werde doch noch irgendeine Kombination bekommen, die in Gen 8 vorkommt, die ich noch nicht habe und die gleichzeitig... Okay, es ist halt schon eine ziemliche Einschränkung.
Es ist schon eine ziemliche Einschränkung, was wir da haben. Mit dem Gewicht. Aber das macht es auch dann besser, weil dadurch bleibt nicht mehr viel übrig. Aber es macht es auch wieder schlechter, weil ich nicht weiß, wie es heißt und ich einfach dann Buchstaben durchtippen muss. Ah. Das passt auch nicht. Single Type ist auch raus. Das ist zu leicht. Wischiwaschi Schoolform, bitte was? Alles zu leicht und Single-Typ und. Krass. Krass. Ich werde es nicht finden. Wenn wir können jetzt mal gucken, was wir noch übrig haben. Electric, Ice, Ground, Flying, Dragon, Steel. Okay. Lass mal ins Poké-Dings gehen. Lass mal ein bisschen Gen 8 durchsuchen. Nach irgendwelchen Typen, die wir brauchen. Also. Bodennormal wäre doch schon mal was. Ursaluna. Okay, was ist mit Ursaluna? Ursaluna, wo bist du? Hier, Moment. Zack. Nehmen wir eigentlich noch auf? Ja. Okay, Ursaluna. 290, das ist viel zu schwer. Schade. Ursaluna ist viel zu schwer. Okay. Das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis. Was für Typen sind. Ich kann es mir nicht merken, ne? Was für Typen sind übrig? Boden, Normal, Flug, Elektro, Eis, Drache, Stahl. Okay. Deswegen, ja, Boden, Normal hätte gut gepasst. Könnte ich jetzt zum Beispiel trotzdem als Test eingeben, um die Dinger zu testen, aber ich glaube, das ist nicht mehr so klug jetzt an der Stelle. Vielleicht kann ich dann über die Typen alleine schon ganz viel ausschließen, ne? Wär ja denkbar. Wäre ja denkbar. Weil durch die Kombination ist nicht mehr so viel möglich. Stahldrache. Duraludon. Ich wette, das Ding ist viel zu schwer. Aber wir probieren Duraludon mal aus. Duralugong. Nee, doch, passt schon. Duraludon. Duraludon. Ja, es ist zu leicht. Willst du mich veralbern? Es ist zu leicht. Okay. Dann nicht Duraludon. Dann nicht. Elektroeis. Arktozolt. Aber das sieht auch nicht sehr schwer aus eigentlich. Arktozolt sieht nicht sehr schwer aus. Arktozoll. Oh! Das klingt doch gut. Ach nee. Ups, ich habe auf die Hunde. Ups, ups! Ups, aber ich habe noch mehr Typen rausgeschmissen. Hä? Aber jetzt habe ich nur noch einen Guess. Jetzt muss ich über die Typen Glück haben. Uiuiui. Ah, Arktozolt war schlecht, weil 110 und 150, ja. Never mind, leichter als 110. Okay, Ground Flying Dragon Steel. Ich muss jetzt in Gen 8 ein Pokémon finden, was diese Typen hat. Das kann doch nicht mehr so schwierig sein. Ground Flying Dragon Steel oder normal? Ground Flying Dragon Steel. Lectragon, Duracozolt. Oh, die Vorentwicklung. Die Vorentwicklung. Nee, aber jetzt sind ja die Typen raus. Ne, jetzt ist ja Elektrodrache ist jetzt ja raus. Die Typen sind ja raus. Nee, das war's. Nee, kann es nicht sein.
Was sind's für Typen? Ground Flying Dragon Steel. Ground Flying Dragon Steel. Ground Flying Dragon Steel! Corviknight! Corviknight, bist du meine Rettung? Corviknight, was hast du so zu bieten? 75, 2,2 Meter, Flugstahl. Let's go! Yes! Mit dem letzten Guess, okay. Ja, Pokémon Raten hat jetzt, glaube ich, 25 Minuten gedauert oder so. Das war, ja. Okay. Okay. Eigentlich habe ich keine Lust auf Semantik. Ich will nur kurz gucken, weil geschrieben wurde, dass es wieder anders aussieht, alles. Okay, was war denn gestern das Richtige? Bad. Fledermaus einfach, okay. Was habe ich hier? Dark Mode, okay, der ist an. Ist der nicht schon angewählt? Okay. Der ist eh schon an, aber ist in Ordnung. Sollen wir mal... Ich habe eigentlich... Also eigentlich habe ich echt keine Lust. Vielleicht habe ich ja Glück. Dark Mode. Light. Ice. Fire. Poison. Monster. Enemy. War. Ach, alles schlecht hier. People. Oh, wow, es wird immer schlechter. Haus. Sag mal, was ist denn hier mit den Minus-Dingern heute? Country. World. Teacher. Math. Ich weiß nicht. Ich habe bei Semantel irgendwie nicht so die Motivation. Bisher war Number das Beste, aber das heißt halt nichts. Count. Nee, ich sollte nicht über Nummer jetzt denken. Book. Reading. Living. Cold. Hot. Icy. Bullshit. Idiot. Politics. Ja, weiß ich auch. Ach komm, ey, das ist ja richtig schlecht heute alles. Wheel. Ich komme in gar keine Richtung. Ich will es auch nicht weitermachen, ehrlich gesagt. Es ist ja nur Glück, den Anfang zu finden. Den Anfang zu finden ist doch jetzt mal ernsthaft, ist doch nur Glück, oder nicht? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich denken soll. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich denken soll. Oh, seinen hatte ich schon. Interessant. Keine Ahnung, in welche Richtung ich denken soll. Ich krieg so viele Minus-Dinger. Krass. Bin völlig lost.
Ja, alles klar. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Alter, ich... LOL Similarity ist bisher das nächste. Aber keine Ahnung. Nee, komm, wir hören auf. Wir hören auf, wir hören auf. Das ist mir zu blöd. Ich. Semantel weiß ich nicht. Also. Selection. Nee, klar. Choice, okay, Choice, Choosing, Pick, Selectors, Preview, Palette, Samplings, Evaluation, Decision, Fit, Addition, Options, ja, Variation. Meinetwegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, und zwar ganz, ganz, ganz fix. Verdammter Mist.